Meine Damen und Herren, ihr seht, wo ich bin. Ich werde meine zwei billigsten Pferde werde ich verkaufen. Einmal Silver und einmal Diego. Die werden jetzt doch weggehen. Weil ich habe mir mal so grob durchgerechnet. Und ich würde sagen, ich liege falsch. Oh, wir können es aber alles probieren. Dass wenn ich jetzt die Bienen verkaufe, meine Erdmaschine, meine ganzen Schneidwerke daran verkaufe, müsste ich rein theoretisch so hinkommen, dass ich das Feld und eine neue Maschine kaufen kann. Einen neuen Drescher, der 1000 mehr hat, ungefähr. Und das wäre A, wäre es viel, und B hat er, ich glaube, 60 PS mehr. Das müsste ja auf dem Feld doch schon gut ankommen. Oh, der Helfer hat fast einen vollen Tank schon wieder. Ich habe so lange habe ich jetzt eigentlich nie nebenbei gestanden. Ich habe eigentlich, ich habe den bloß zurückgefahren, richtig. Ich habe den jetzt mir genommen, habe die Pferde mit euch eingeladen. Das war's. Also eigentlich sieht man es auch in der Zeit, dass ich, die ist echt Zeit. Also kann man rein theoretisch zählen oder rechnen, wie lange ich jetzt ohne euch war. Das heißt, die beiden Pferde verkaufen wir jetzt. Tut weh. Wieso? Dann werden wir erstmal neue Maschinen kaufen. Erstmal nur den... Nein, zurück. Erstmal den Mais, Ernter hier. Erstmal hier, erstmal Drescher. Und zwar den TX32 Holländer. Der hat 60 PS mehr. Der hat 880. Kostet 5000 mehr. Hat aber auch schon wieder weniger Tank. Der hat nur 4500. Also ich weiß nicht, ob die 20 PS so viel bringen würden. Ich gehe aber auf den New Hollander hier. Oder New Holland. Nicht New Hollander, sondern New Holland. Den kann man ja auch nicht einstellen. Also entweder klein mit mehr PS oder groß mit weniger PS. Wir haben hier 100, das sind 60 mehr, das sind 80 mehr. Und das sind nur 5000. PG 500, Heli 570. Und welche Dings? Auch der Grand Champion, also in der Sache nimmt sich nicht viel. Und PS 500 oder TX 32 nehmen sich auch bei nicht viel, also gleich teuer. Ich glaube, dann gebe ich die 5000 aus, mehr aus. Ach, leck mich doch am Arsch. So, ja, gekauft. So, und dann probieren wir uns den Maisblöcker. Kaufen. Jetzt haben wir neue Maschinen. Jetzt gehen wir zurück zur Garage und verkaufen unsere alte. Verkaufen. Ja, Gerät wurde verkauft. Obwohl ich erst vor kurzem das Ding gekauft habe. Verkaufen. Ja, ja. Und den Quasar verkaufen. Verkaufen. Ja, reicht doch nicht. Oh, bin ich bescheiden. Aber es ist ganz knapp. Brauchen wir noch irgendwas jetzt auf die Schnelle mal nicht. Also wenn wir noch den Silo verkaufen, dann wird es ja klappen. Das Graszeug, das brauche ich. Das könnt ihr vergessen. Das verkaufe ich nie. Den brauche ich. Den könnte ich fast verkaufen, weil wir können doch an jeden x-beliebigen bestimmt dranhängen, oder? Ich kenne sie, kann ich verkaufen, aber die bringt mir nichts.
Den brauche ich. Hochkippschaufel. Ja, die Bänder sind hier das Wichtigste. Das Getreidesilo könnte man verkaufen. Da müsste man aber gleich verkaufen gehen. Es fehlen nur noch 20.000. Fehlen uns jetzt noch für das neue Feld. Wo kriege ich die her? Das wären zwei Nebenmissionen ungefähr. Zwei, drei Nebenmissionen. Derzeit ist vielleicht auch das Zeug neu gewachsen. Können wir auch unser Sonnenblumenzeug verkaufen. Obwohl, der braucht doch irgendwie 30 Jahre, ja, hier durch ist. Also wir haben jetzt eigentlich nur noch Sachen, die wir gebrauchen können. Was hat denn hier für eine Anhängergruppe? Der hat eine ganz stinkende... Der hat so die Runde. Wie viel... Wir werden mal gucken. Ich denke aber nicht, dass er an... Dass ein Trägerchen dran passt. Wir haben hier diese lauen Kupplung und nicht diese... Vielleicht ist das in der Mitte, das passt. Dann könnte man... Den ja verkaufen in Retriever. Aber wenn ich so gucke, nee, oder? Doch. Gut, dann verkaufen auf den Retriever. Wie viel bringt er mir ein? 12.000. Jo, verkaufen. Das heißt, wir haben gleich das neue Feld zusammen. Oh, ist das geil. Da besitzen wir da drei Felder. Gut. Wenn die eingepackt ist, mir jetzt auch egal. Uiuiui. Sind wir bald fertig. Oh, der ist schon wieder voll. Oh, wie ich das alles verpasse hier. Uiuiui. Ich brauche hier bloß noch einmal wegfahren. Oh, diesmal steht er hier drüben. So. Da können wir ja unseren New Holländer hier abholen. Ich finde das schade. New Holländer mit einer mit einem roten Schneidewerk. Ich würde bloß mal eins interessieren, wie er den Berg dort hochkommt. Fahren wir jetzt mal hoch. Das tut gut, neue Investitionen wieder reinzusetzen. Da sind die Schneidewerke auch ziemlich klein. Aber es tut jetzt gerade nicht zur Sache. Er ist noch langsam, ja. Und klein ist er, ja. Halt wohl auch noch nicht bewirtschaftet hier drüben. So, jetzt gucken wir mal, wie kommt der den Berg hier hoch mit 160 PS. 24 23 22 20. Der kommt sehr gut hier hoch. Also ich würde mal sagen, die 5000 hier hätten wir uns sparen, oder könnte man uns sparen, könnten wir uns sparen. So scheiße ist bloß, fällt mir gerade ein, wenn wir das Feld kaufen, brauchen wir immer noch das neue andere Schneidewerk ja auch noch. Das heißt, wir könnten da wieder runterfahren und uns dann irgendwann mal das neue Schneidewerk auch noch holen. Da das Feld dort hinten noch Weizen beinhaltet. Kann man eigentlich gleich wieder runterfahren. Können auch rein theoretisch, können wir uns das jetzt schon holen. Und wenn das Geld da ist, das könnte man machen, ja. Och, das ist doch geil. Jetzt haben, also es ist zwar schade, die alte Maschine war geil, die war schön, die war alt.
Aber trotzdem, geil. Oh. Spätermaß, wir haben es bei mir bald um 11. Das heißt, ein Part werde ich wahrscheinlich dann noch schaffen. Und dann ist schon wieder Schluss mit lustig. Weil wie gesagt, ich habe noch auf uns tun. Essen möchte ich auch noch. Ja, Essen gibt's. Und dann irgendwie meine 3000 Sachen irgendwie ins Auto verstauen. Ich gleich am Sonntag werde ich mal zum Kumpel fahren, werde so meine Kofferchen verstecken. So, dann kaufen wir uns mal unser Schneidewerk. Unser New Hollander 32.000. War das wirklich so viel? Scheiße. Mieten uns ja auch nicht. 1600. Pro Arbeitsstunde, pro Arbeitstag. Obwohl, wir können natürlich auch mieten, soweit wir das Feld haben. Habe ich schon mal probiert gehabt, oder? Geht nicht. Wäre eigentlich auch unlogisch. Wenn wir uns das neue Feld kaufen, das Ding sofort mieten. Das dauert eben noch einen Moment. Sobald der hier fertig ist. Dann würde ich sagen, bis dahin lassen wir erstmal hier alles laufen. Und würde sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn ich einen Daumen runter schreibe, dann könnt ihr auch mehr von sie heute doch nicht, dann bis zum nächsten Mal, sagt der Mensch. Ciao, ciao.